Hallo Freunde, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Und wir sind hier gerade in der Seemannsbar Sea Witch, dieser Hafenkneipe. Und wir müssen unserem Freund, wie heißt er? Peter Carey? Nee, Quatsch. Cairns, auf jeden Fall. Müssen wir überführen. Gut, Tabakbeutel des Besitzers identifizieren. Dann schieben wir ihn dem mal unter. Ganz vorsichtig. Flups. Here it is. So, mein Freund. Ich geh mal auf Klo. Ups, und da bin ich wieder. Hey, hast du ein bisschen Tabak für mich? Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Hmm. Okay. Er hat seinen Tabakbeutel schon mal erkannt. Kollege, wir hören nochmal. Ich muss los. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, I. I'm done here. It's time to leave. Captain Ahab. Wer die Geschichte kennt. Auf der Pequod. Das ist, er hat ihm gerade das Märchen von hier Moby Dick vorgesprochen. Na, ah, interessant. Gut, wir haben wieder neue Herleitungen. Dann gucken wir mal. Patrick Cairns, genau, so hieß er. Tabakbeutel. Tada! So, ein neuer Hinweis. Gut. Tabakbeutel beweist Besuch. Patrick Cairns hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort gewesen war, aber nicht notwendigerweise, dass er auch der Täter ist. Er ist kräftig und er war da. Wir brauchen noch mehr Hinweise. Gut. Haben wir noch was? B? Ne, wir haben keine Hinweise mehr. F1. Manche Fakten können unterschiedlich interpretiert werden. Na, dann passt das natürlich nicht mehr. So. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Watson, hast du was für mich? You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? Tja, das müssen wir ja noch herausfinden, mein lieber Watson. Gut, wir gehen nochmal in den Yard. Vielleicht haben wir da nochmal was mit den Leuten zu bequatschen. Ich bin gespannt. Oh, ich freue mich schon auf den nächsten Fall. Der wird richtig knifflig. Vielleicht können wir da bei den Jungs noch was rauskriegen. Gut. Oder? Ja, vielleicht im Notizbuch? Gibt es hier vielleicht noch was? These are the suspects. These abbreviations mean something. But what? Ja, okay. Pat
Electric Cans. Wir könnten erstmal mit Herb. I'm not saying another word. Arschloch, gut. What am I doing here? I've done nothing wrong. Okay. Vielleicht können wir mit dem Inspektor quatschen. Ah, hier. Lestrade. Vielleicht können wir was über ihn. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Okay. Was ist schuld? Ah. Okay. Das wäre unsere Schlussfolge. Aha, okay. Glückswurf. Also wir können das jetzt so hinbiegen. Ihr seht es ja auch hier. Hier erscheinen auch so kleine Bubbles manchmal. Wir können das jetzt so hinbiegen, dass wir Nelligan. Was passiert? Nein. Was passiert, wenn wir jetzt sagen... Nein. Dass er ein Motiv hatte? Nelligan ist der Täter. Und wir könnten das natürlich auch so hinbiegen, dass Hurtley schuld ist. Aber ich glaube wirklich, dass... dass Nelligan eigentlich unschuldig ist. Weil er hat ja nur nach den Wertpapieren gesucht. Hurtley glaube ich eigentlich eher nicht. Du weißt Schuld. Große Kraft. Er wusste natürlich auch von den Wertpapieren, dass sie gestohlen sind. Cairns ist der Täter. Peter Carey wurde von Patrick Cairns ermordet. Cairns ist Harpunier. Sein Tabakbeutel wurde in Careys Dingens gefunden. Wir können natürlich auch Nelligan. Und wurde von John Hubley Nelligan ermordet. Die Tatsachen, dass er nicht die Wahrheit sagt, dass er... okay. Aber wir schlussfolgern mal, dass Cairns wirklich der Täter war, weil das glaube ich eigentlich eher. Wir könnten jetzt noch das so hinbiegen, dass Hurtley auch mit dabei ist, aber Cairns ist der Täter. Peter Carey wurde von Patrick... Sein Tabakbeutel wurde in Careys Hütte gefunden. Kaltblütiger Mörder. Wir können jetzt auch noch am Schluss können wir auch noch mal entscheiden, ob wir Gnade walten lassen oder ob wir ihn beschuldigen. Wir könnten die Untersuchung natürlich noch mal fortsetzen, aber wir haben, glaube ich, alles. Er hat Carey ermordet und muss dafür mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. So. Aber es war kein vorsätzlicher Mord. Es handelte sich in Notwehr gegen den... Er handelte in Notwehr gegen den einen bewaffneten, betrunkenen, aggressiven Seemann. Gut. Wir gucken nochmal im Journal nach. Okay, wir haben alles gemacht. Hier haben wir auch alles gemacht. Vertuschter Mord. Peter Carey wollte den Mord an John Nelligans Vater vertuschen. Oh. Oh, sieh an.
Briefe. Hier sind nochmal die Dialoge. Souvenirs, Echos. Ich lese hier noch ein bisschen. Okay, starker Raucher. Gut, dann beschuldigen wir ihn halt. Aber sagen wir Gnade oder keine Gnade? Wollen wir ihn einbuchten? Oder wollen wir nett zu ihm sein? Ich meine... Tja, was ist jetzt zu tun? Sind wir ein netter Typ oder... Es war ja eigentlich Notwehr, ne? Tod durch Notwehr ist eigentlich, soweit ich weiß, in Amerika zum Beispiel kein Mord. Das ist einfach nur, was ist das, Totschlag oder fahrlässige Tötung? Ne, fahrlässige Tötung ist das nicht. Das ist Totschlag. Ich weiß es nicht. Wir sind gnädig. Moralische Entscheidung bestätigen? Machen wir. Weiß nicht, ich selber bin immer so ein gutmütiger Mensch. Ich versuche immer das Gute in den Leuten zu sehen oder in den Personen. Manchmal bin ich auch voreingenommen und tja. Dann wollen wir ihn mal zur Rede stellen. Am nächsten Tag. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No. My name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't ya? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug. His name is Wiggins, Inspector. Telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favorite. Oh, sure. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here.
I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me, this is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes, and thank you. A thousand times thank you. Tja, der schwarze Peter. Peter Carey wurde von Patrick Cairns ermordet, einem Harpunier und damit der Einzige, der solch einen genauen und kräftigen Wurf bewerkstelligen konnte. Sein Tabakbeutel wurde in Careys Hütte gefunden, er hat jedoch in Notwehr gegen den bewaffneten und betrunkenen aggressiven Seemann gehandelt. Sie haben entschieden, Gnade walten zu lassen. Gefundene Hinweise 16. Schlussfolgerung, Cairns ist der Täter, der Peter, genau. Entscheidung, Gnade für Cairns. Halten, um Entscheidungen zu überprüfen. Achtung, Spoilergefahr. Jupp. Wir haben richtig gehandelt. Super. Es gibt natürlich ein anderes Ende, aber wir bestätigen die Entscheidung. Klasse. Dann schließen wir den Fall ab. Spieler mit derselben Lösung in diesem Fall 80%. Persönlichkeitseinstufung verständnisvoll. Natürlich bin ich das. Spieler mit derselben moralischen Entscheidung. 80% konnten den Fall lösen? Nur? Die haben gleich gesagt, oh, der ist es. Huiuiui, okay. Und dann fahren wir mal fort. Das Rätsel auf den Gleisen.